Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte ja neulich ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, dass ich an meinem M2 Competition, also Modellreihe F87, das Öl gewechselt habe. Und da hat mich ein freundlicher Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass ich dort einen Ölfilter verwendet habe, der ja eigentlich laut BMW gar nicht für den M2 Competition gedacht ist. Und zwar habe ich den Filter HU816X verwendet. Und das habe ich dann nochmal recherchiert und der Zuschauer hatte recht. Das war ihm sehr gut aufgefallen. Mir war das in dem Moment gar nicht bewusst. Ich habe damals unterhalb des Videos den Link euch in die Videobeschreibung gepackt zu der Mann-Filterliste, wo ihr sozusagen für euer Fahrzeug den richtigen Filter finden könnt. Und die Liste habe ich auch nochmal geprüft und eben, wie gesagt, die BMW-Liste. Und der Zuschauer hatte, wie gesagt, absolut recht. Der HU816X ist für den N55-Motor gedacht, also zum Beispiel dem Motor vom normalen M2, also Nicht-Competition-Variante, oder auch vom 325i, glaube ich, oder 330, je nachdem. Auf jeden Fall nicht für die S55-Motor-Variante gedacht, sondern eigentlich für die N55-Motor-Variante. Interessanterweise hat er aber einwandfrei gepasst und ich dachte auch, ich hätte den damals eben über irgendeine Seite bezogen und da sei dabei gestanden, dass der für mein Fahrzeug passt. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann jetzt nochmal den eigentlich richtigen Filter, den HU8011, besorgt und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht haben ja das Problem oder sag ich mal, ist das auch anderen aufgefallen und deswegen wollte ich jetzt einfach mal vergleichen. Ist das denn dieser Filter für den N55-Motor ist tatsächlich ein bisschen günstiger, jetzt nicht viel, aber ein bisschen günstiger als der Filter für den S-Motor. Und die Frage ist jetzt einfach, zahlt man da sozusagen einfach einen M-Aufschlag? Ist es technisch der gleiche Filter? Und wie gesagt, man zahlt einfach als M-Besitzer dann ein bisschen mehr oder gibt es tatsächlich Unterschiede? Jetzt haben wir hier, wie gesagt, zu eurer Rechten den Filter für den N55-Motor und zur Linken den Filter für den S55-Motor. Hier auch nochmal oben aufgedruckt die Teilenummern. Also einmal steht HU8011 und einmal steht HU816. Jetzt rein für mich optisch, der Filter ist etwas dunkler, aber das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Ansonsten die Abstände von diesen einzelnen Filterlamellen, die sind, hätte ich gesagt, absolut identisch. Auch hier oben, die Verklebung sieht für mich identisch aus, kann ich jetzt keinen Unterschied erkennen. Die Höhe, wie ihr sehen könnt, ist absolut identisch bei den beiden Filtern. Das Zubehör ist auch identisch, habe ich auch schon kontrolliert. Ich kann jetzt tatsächlich auf den ersten Blick, auch der Innendurchmesser ist identisch, da gibt es keinen Unterschied. Ich konnte jetzt ehrlich gesagt rein optisch und auch haptisch, also wenn ich jetzt die Materialien miteinander vergleiche, fühlt sich das jetzt keineswegs anders an. Klar, es ist etwas dunkler, dieser Filter, aber das kann auch durch die Lagerung kommen oder durch andere Dinge. Also ich weiß nicht, ob es auf dem Video erkennbar ist, aber der Filter für den N55-Motor ist leicht dunkler als der für den S55-Motor. Aber davon abgesehen kann ich jetzt optisch ehrlich gesagt keinen Unterschied ausmachen. Und dadurch, dass es jetzt optisch keinen Unterschied gibt und auch das Material sich nicht anders anfühlt, würde ich vermuten, dass es tatsächlich derselbe Filter ist, einfach nur mit einer anderen Teilenummer. Das gibt es ja häufiger bei Fahrzeugherstellern, die sich Teile teilen. Normalerweise findet man sowas eher, sage ich mal, im VW-Konzern, dass man eben zum Beispiel VW- und Audi-Teile mischen kann oder zum Beispiel dann auch bei höherpreisigen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern irgendwas, was jetzt so in die Richtung Bugatti geht, was ja auch irgendwie mit zu VW gehört, dass man da dann sozusagen dasselbe Teil, aber mit Bugatti-Verpackung eben teurer ist als das entsprechende VW-Teil. Wie das jetzt bei BMW ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Also ich fand es super für den Hinweis, das ist schon mal klasse. Ich hatte auch ein bisschen Angst kurze Zeit, ob ich da vielleicht einen groben Fehler gemacht habe. Aber jetzt, wo ich beide Filter vergleiche, denke ich, ist der einzige wirkliche Unterschied der Preis. Das heißt, ihr zahlt halt für den Filter vom N55 ein bisschen weniger als für den Filter vom S55. Aber davon abgesehen und von der anderen Modellbezeichnung kann ich keinen Unterschied feststellen. Ich weiß nicht, wenn ihr da draußen euch etwas genauer mit den Filtern auskennt oder vielleicht selber schon mal in die Richtung recherchiert habt, lasst mich das doch gerne wissen, ob es da irgendwelche tatsächlichen Unterschiede gibt bei diesen beiden Filtermodellen und wenn ja, welche.
Ich werde jetzt erstmal den Filter für den N55 in meinem M2 drin lassen. Zum einen, weil ich ja ohnehin nicht sonderlich viel Kilometer immer mit dem M2 fahre. Also das letzte Mal war ja auch so, ihr habt das beim Ölwechselvideo gesehen, ich blende das jetzt nochmal kurz ein. Das Öl in meinem Motor sah ja noch sehr, sehr gut aus, also von der Farbe her noch nicht groß verschlissen. Hatte irgendwie nur 3000 oder 3.500 bis 4.000 Kilometer Rennstrecke mit dem Auto, sage ich mal, absolviert und dann schon wieder einen Ölwechsel gemacht. Ich mache da die Intervalle sehr kurz, weil ich einfach denke, lieber einen günstigen Ölwechsel als einen teuren Motorschaden. Und deswegen denke ich, ist es auch vollkommen okay, den N55 Motorfilter zu verwenden, zumal, wie gesagt, ich jetzt hier keine großen Unterschiede feststellen kann. Aber wie gesagt, für euch, es gibt scheinbar tatsächlich zwei Spezifikationen oder beziehungsweise zwei Modellbezeichnungen, ob die sich dann nachher inhaltlich wirklich unterscheiden. Für mich war das jetzt rein optisch erstmal nicht auszumachen. Nichtsdestotrotz dachte ich, ist es auf jeden Fall wert, das einmal mitzuteilen. Vielleicht machen ja andere Leute auch den Fehler und wollen das Risiko nicht eingehen oder nutzen vielleicht höhere oder zögern den Serviceintervall weiter raus als ich, weil ich mache ihn ja viel früher als eigentlich notwendig. Da kann es natürlich auch sein, dass dadurch, dass ich den Ölwechsel früher mache als eigentlich vorgesehen, dass dann diese Unterschiede gar nicht zum Tragen kommen. Ich weiß es nicht, aber ich fand es auf jeden Fall sehr hilfreich, dass man mir diesen Hinweis gegeben hat und wollte die Information jetzt mit euch teilen. Deswegen eben dieses kurze Video mit der Information, dass es dort eben unterschiedliche Filtertypen gibt und ja, dass dieser HU8011, der ist für den S55 Motor gedacht und der HU816X eigentlich für den N55 Motor. Ich nutze es jetzt aber, wie gesagt, den N55 Motorfilter auch bei mir im M2 Competition. Ja, nur ein ganz kurzes Video, wie gesagt, mit der Information für euch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, wenn jemand weiß, ob es tatsächlich einen Unterschied gibt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Und bis bald. Ciao.